Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Video in unserer Reihe Tipps und Tricks im Monat Januar. Diesmal auch wieder um einen erneuten neueren Lichtformer, den wir jetzt haben für Aufsteckblitzgeräte. Sieht ein wenig aus wie ein Unikum, hat aber eine sehr, sehr gute, sehr, sehr effiziente Lichtwirkung für ein kleines Geld. Es handelt sich hier um die Sunbounce Bounce Wall von dem Hersteller, der auch bei uns die entsprechenden Lichtformer-Reflektoren macht, eben California Sunbounce. Und hier haben wir eben ein Gerät, das uns im Endeffekt eine Wand imitiert. Das Ganze ist konstruiert aus drei Teilen, wird unten über die Stativschraube befestigt, zusammengesteckt in der Mitte mit einem weiteren Ränderschraube und dann hier oben über so eine Art Kugelkopf mit einer Klammer festgehalten. Das Ganze ist aus sehr flexiblem Kunststoff. Sie sehen schon, also es kann auch nicht sehr leicht brechen, ist also eine sehr, sehr hochwertige Qualität. Und das Beste kommt ja, zum Schluss. Die Wand hier oben ist austauschbar mit mehreren Farben, verschiedenen Effekten, Gold, Silber, Weiß, verschiedene Diffusionsfolien. Im Kit, das wir verkaufen, sind standardmäßig drei Scheiben mit dabei, einmal Gold, einmal Silber und einmal Zebra, eben um die verschiedenen Farbtemperaturen beim Blitzen zu imitieren. Ja, an sich, wie gesagt, fungiert das Ganze wie eine Wand. Ich tue im Endeffekt hier mit dieser Geschichte, die ich hier habe, das hier oben ranklemmen und dann mit der Blitz einfach entsprechend reinblitzen. Zum Vergleich schieße ich vorher von unserem Kollegen, der hier gerade filmt, dem Herrn Klaassen, ein Vergleichsfoto, einmal ohne Lichtformer und einmal mit Lichtformer, damit der Unterschied einfach ganz klar deutlich wird. Jetzt haben wir das Foto ohne Lichtformer gemacht, das sehen Sie jetzt hier eingeblendet. Und jetzt richten wir das Ganze auf den Lichtformer aus. Ich habe jetzt hier bei der Einstellung 45 Grad im Hochformat, nutze sonst die gleichen Einstellungen, ETTL, ganz normal über die Blendenvorwahl, hier mit ISO 400 und Blende 3,5. Richte jetzt entsprechend nach dem Einstrahlwinkel gleich Ausstrahlwinkel den Blitz auf das Gerät aus und mache das gleiche Foto mit derselben Brennweite bei 70 mm noch einmal. Und das Ergebnis dürfte mehr als deutlich sein, wie man es jetzt sehen kann. Das Gerät kann man wie immer bei uns im Laden ausprobieren. Ich freue mich auf Ihren Besuch und falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie einfach an. Schönen Tag noch.